Ich habe ihn ja schon einmal gesehen vorher, deswegen ist die Idee entstanden, unbedingt mit Klassen diesen Film anzugucken. Er hat mich wahnsinnig beeindruckt. Mir hat der Film persönlich sehr gut gefallen, weil es einfach ein aktuelles Thema ist. Weil man einfach sieht, wie die Religionen aufeinanderprallen und wie es halt auch in den Nachrichten oft kommt. Du blöder Hurensohn! Ich habe den Film ganz schön gefallen, weil sich zeigt, was passiert heute oder in dem Leben gesehen kann, denn zwischen Muslime oder Christen. Ja, ich finde es gut, halt, dass man so ein Thema schon auch für Jugendliche gemacht hat. Die wollen, dass wir reden, dass wir uns näher kommen, dass wir Freunde werden. Darauf können sie lange warten. So ein aktuelles Thema. Charlie Hebdo. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich komme vom Stadtjugendring Rosenheim. Der Stadtjugendring Rosenheim veranstaltet dieses Schuljahr ein Themenjahr gegen Rassismus. Deswegen bin ich auch hier, deswegen habe ich mir den Film angeschaut, weil ich mir gut vorstellen könnte, den auch bei uns an den Hauptschulen, an den Gymnasien zu bringen und auch bei uns im Jugendtreff. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. An einen gütigen Gott! Was denkst du, an was für ein Gott wir glauben? Ich halte es für eine sehr gute Idee. Man hat ja auch gesehen, also Schüler sind allgemein erstmal sehr laut, und aber wenn ihnen was taugt, dann sind sie auch sehr, sehr konzentriert drauf. Und das hat man bei euren Filmen ganz deutlich gesehen, dass der wirklich gut ankommt. Ja, da gibt Zuversicht, der Film. Gott sei Dank. Diesem mit der Faust nach oben und der Hand mit dem Rosenkranz und auf der anderen Seite der Gebetskette der Moslems als Verbindung, als Einigkeit, als ein Gott, das fand ich unglaublich. Mir hat es da die Gänsehaut unter den Rücken gezogen. Was weißt du denn schon? Wie viele Menschen auf meinem Schoß kapiert sind? So ein Dreck wie du! Du gehörst abgeknallt! Wenn ich für eine Scheiße rede, mach ich mich tot! Verstehst du das? Tot! Ah! Oh nein! Ah! Ich glaube, Gott hat mehr Humor als wir.